Hallo Tatis, sag mal, hast du letztes Mal im Rallye-Unterricht aufgepasst? Nee, wieso? Ich habe schon mal die Mathehausaufgaben gemacht, damit ich nachmittags mehr Zeit zum Spielen habe. Sei froh, dass dich Frau Müller nicht erwischt hat. Na, da passe ich schon gut auf. Ich will doch keine extra Hausaufgaben haben. Warum hast du eigentlich gefragt? Ich habe nicht so richtig verstanden, worum es ging. Irgendwas mit Hausbau, aber das hat doch nichts mit Religion zu tun. Eigentlich nicht, aber im Kindergottesdienst heute geht es um Steine. Lass uns doch mal da genau zuhören. Vielleicht hat das ja was miteinander zu tun. Hallo Kinder, willkommen zum Kindergottesdienst. Tatis hat recht, heute geht es um Steine und um Hausbau. Wir haben gerade eben das wunderschöne Lied gehört, Willkommen im Vaterhaus. Gott, unser Vater, der ist damit gemeint. Und das Vaterhaus wäre dann ja dementsprechend eine Kirche. Eine Kirche zu bauen, da haben sich ganz viele Menschen ganz, ganz viel Mühe gegeben. Die Baumeister haben geschaut, dass alles vom Besten ist. Gott zur Ehre. Und sie haben ganz viele verschiedene Steine dafür verwendet. Ziegelsteine oder auch Pflastersteine, je nachdem, was halt gerade da war und was zu der Kirche passte. Ganz viele verschiedene Steine. Stellt euch mal vor, die könnten reden. Ich habe euch für euch mal ein paar Steine interviewt, habe sie mal gefragt, was sie so zu erzählen haben. Es sind nicht nur Steine, aus denen man Häuser bauen kann, aber ich denke, ihr werdet die einzelnen Steine sehr gut erkennen. Hallo alle zusammen. Was ihr hier seht, ist allerfeinster Marmor, ein ganz edler Stein und reich verziert mit Inschrift. Oh, entschuldigt, ich habe vergessen, mich vorzustellen. Ich bin ein Taufstein und ich stehe in der Peter-Paul-Kirche in Reichenbach. Oben auf meinem Kopf sozusagen ist eine kleine Vertiefung. Da kommt mehrfach im Jahr warmes Wasser rein. Es ist meist ein großes Fest im Gottesdienst, wenn jemand getauft wird. Das heißt, ein Baby, ein Kleinkind, manchmal auch ein Erwachsener bekommt etwas von diesem Wasser über den Kopf gegossen. Und wenn ich das richtig verstanden habe, gehört er dann damit ganz zu Gott und zur Gemeinde. Ist schon toll, für was ich gemacht bin, oder? Hallo Kinder, ich bin so hell, dass man mich gar nicht so richtig als Stein erkennt. Wer mich sucht, findet mich in der Neumarker Kirche. Mit mir und noch mehreren anderen Steinen
wurde der Altar gebaut. Jeden Samstag kommt jemand und schmückt den Altar mit frischen Blumen, damit in Gottes Haus auch alles schön aussieht. Ich bin immer live dabei, wenn etwas passiert hier in der Kirche. Familiengottesdienste, Konzerte und in den letzten Wochen im Jahr trage ich den großen Stall, der die Kirche während der Weihnachtszeit schmückt. Ihr müsst ihn euch unbedingt mal ansehen. Hallo, ich bin ein Backstein oder auch Ziegelstein. Ich wurde vor langer Zeit in Form gepresst und dann gebrannt. Jetzt bin ich stark und widerstandsfähig. Aus mir und vielen anderen ebensolchen Steinen wurde die Mühlauer Kirche gebaut. Ich habe schon viel gesehen in den ganzen Jahren und auch gehört. Da wurde toll gesungen, aber es kamen auch Menschen, die traurig waren. Es kamen Paare, die sich haben trauen lassen. Es waren Bauarbeiter da, die die Kirche wieder aufgearbeitet haben und erneuert haben. Es waren Kinder da, die viele Fragen stellten. Und, ob ihr es glaubt oder nicht, es hat sogar mal jemand versucht, einen Kaugummi an mich dran zu kleben. So eine Sauerei. Zum Glück ist er nach einiger Zeit runtergefallen. Jetzt bin ich wieder sauber. Und ich trage dazu bei, dass es die Mühlauer Kirche noch ganz lange gibt. Ich lag lange auf dem Meeresgrund. Immer vom Wasser umspült, habe ich meine raue Oberfläche verloren und bin jetzt ganz glatt. Das Wasser hat es sogar geschafft, ein Loch in mich reinzuspülen. Irgendwann wurde ich von einer Welle an den Strand gespült und als Urlaubserinnerung von einem Menschen mitgenommen. Hey, hallo, ihr kennt mich alle. Ich bin ein Legostein und ich gehöre zwei Brüdern. Der Große, der baut mit mir und meinen bunten Geschwistern. Er hat viel Fantasie. Große Burgen, bunte Landschaften, ganz verschiedene Sachen. Stunden kann er mit uns zubringen. Manchmal aber kommt der kleine Bruder angekrabbelt. Der nimmt mich in den Mund und schlägt mich ab. Igitt. Aber glaubt mir, er wird es auch noch lernen, was man mit mir und meinen bunten Geschwistern alles so anstellen kann. Und los. So viele verschiedene Steine. Ihr habt sie sicher alle erkannt und vielleicht hat der eine oder andere von euch einen Stein schon mal persönlich getroffen. So einen kleinen Legostein oder auch den Taufstein in der Peter-Paul-Kirche. In der letzten Woche hatten die Kinder hier im Brückenkirchspiel die Möglichkeit, während ihrer Ferien sich die verschiedenen Kirchen einmal anzuschauen und auch zu schauen, wie sie gebaut sind. Wenn man heutzutage ein Haus baut, dann wird ja zuallererst eine große Platte gegossen aus flüssigem Beton. Das heißt, es wird ein Grund gelegt, damit das Haus nicht absackt, wenn es regnet zum Beispiel. Damit es auf einem festen Grund steht. Sowas wie flüssigen Beton gab es aber noch nicht, als unsere Kirchen gebaut wurden. Die sind ja schon sehr alt. Und zu Jesu Zeiten gab es das gleich gar nicht. Da war es wichtig, dass die Grundsteine besonders groß und sicher sind. Das heißt, man musste sie besonders setzen. Ich habe euch das hier mal mit Lego versucht deutlich zu machen. Wenn ich einfach nur die Steine nebeneinander setze und habe eben keine Grundplatte, dann, wenn der Boden sich absenkt oder ja, es matschig wird, fallen die Wände einfach um. Wenn ich aber die Steine ineinander verkeile und gerade die Ecke genau richtig festbaue, dann wird das Haus halten. So wurde es auch zu Jesu Zeiten gemacht. Man hat genau darauf geachtet, welche Steine den Grund bilden. Und in der Bibel, da wird von Jesus als Eckstein gesprochen. Jesus als Stein, einen Menschen mit einem Stein zu vergleichen, finde ich etwas schwierig. Aber wie meist hat die Bibel recht. Jesus soll das Fundament sein, auf dem wir als Christen unseren Glauben gründen, auf dem wir bauen können. Wenn Jesus der feste Grundstein von unserem Leben ist,
dann passiert nichts für uns, wenn unser Leben mal ins Wanken gerät. Dann stehen wir fest, dann können wir darauf vertrauen, dass Jesus uns hält. Jesus als Eckstein. Wenn Jesus praktisch der Stein für unser Glaubenshaus ist, dann gehören wir ja dazu. Wir sind die restlichen lebendigen Steine, die zu diesem Haus gehören, die dieses Haus mitbauen. Dieses Haus des Glaubens. Jeder von uns ein lebendiger Stein. Das ist doch auch eine coole Idee. Wo würdet ihr denn gerne sein wollen, so als Stein in diesem Haus? Und was könntet ihr denn? Wärt ihr eher ein Schmuckstein oder ein tragender Stein? Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, so ein Haus mitzubauen. Ihr könnt im Kinderchor singen. Ihr geht vielleicht in die Christenlehre und könnt super gut malen und gestaltet dort ein paar Bilder mit. Oder ihr gestaltet den Gottesdienst mit. Ihr betet mal mit. Oder andere Dinge. Beim Kinderfest bringt ihr euch mit ein und sagt, ich hätte die und die Idee. Ganz viele verschiedene Steine sind nötig, um ein Haus richtig gut zu bauen. Und hier kommt es nur darauf an, dass Jesus der feste Grundstein ist, auf dem wir alles aufbauen und dass er uns hält und trägt. Und dafür bin ich sehr dankbar, denn somit hat mein Glaubenshaus einen super festen Grund, auf den ich mich verlassen kann. Ich möchte noch mit euch beten. Lieber Gott, in deinem Haus sind wir jederzeit willkommen. Wir dürfen singen, lachen, spielen. Wir dürfen mit dir fröhlich sein. Wir dürfen dir unsere Sorgen und Nöte bringen. Wir dürfen uns einfach immer an dich wenden. Du freust dich, wenn wir zu dir kommen und du bist immer für uns da. Und ich danke dir auch, dass mein Glaubenshaus, dass unser Glaubenshaus, das, worauf wir bauen, dass da ein fester Grund ist, dass Jesus da ist und uns hält und dass wir mit ihm zusammen unsere Kirche gestalten können, dass wir singen können, dass wir beten können, dass wir für andere da sein können. Und dass wir so einfach das Haus Gottes immer wieder schön machen können. Dass wir andere dazu einladen können. Und dass wir mit Gott zusammen die Zeit hier auf Erden genießen können. Und ja, und dass wir einfach auch frei sein können, alles zu Gott zu bringen und unsere Not und unsere Sorgen bei ihm ablegen können. Hab Dank, dass Jesus immer für uns da ist und dass wir uns immer auf ihn verlassen können. Amen. Eckstein, jetzt fällt es mir wieder ein. Davon hat Frau Müller auch gesprochen. Gut, wenn man manches zweimal hört. Das mit den sprechenden Steinen hat mir mega gut gefallen. Schau mal, draußen ist es heute nicht so toll. Wir könnten doch die Farben holen und ein paar Steine anmalen. Vielleicht bekommen wir sie so schön hin wie dieser hier. Aber ich glaube, das geht mit unseren Wasserfarben eher nicht so gut. Da müssen wir Acrylfarben nehmen oder Eddingstifte. Dann los! Und ihr könnt es bei euch zu Hause ja auch probieren. Aber die Steine müssen trocken sein. Und legt euch eine Zeitung drunter, damit nicht auch der Tisch ein Gesicht hat. Tschüss! Bis nächste Woche! Macht's gut!